Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdom Hearts. Weiterhin einer eher optionalen Folge, die ich einfach so reinhaue, bevor wir ins Finale stürzen. Und zwar haben wir den Hades Cup hinter uns. Wir haben die Anselm-Berichte hinter uns. Fehlen nur noch diese Secret Bosse, die wollte ich euch ja unbedingt zeigen. Und die werden wir natürlich auch alle besiegen können, na klar. Zwei davon gibt es hier in Herkules Welt. Einer, den, das habe ich schon angesprochen gehabt, ist über... über Platinum Runde zu erreichen. Wie viele waren es? Ich glaube vier. Ja, vier geheime Bosse gibt es. Drei davon sind verfügbar, sobald man in Hollowbastion das Schloss, also das Herz versiegelt hat, das Schloss versiegelt hat. Der erste ist hier in der Platinum Runde, wo es hieß, ja, Anfangsszenario hier, der hat so mehrere Phasen, wie er sich verhält, so vom Kämpfen her, ne? Anfangs ist er noch langsam. Ja, wir sehen es gleich, wie langsam. Platinumrunde Sephiroth. Erstmal die beste Melodie überhaupt. The Sexiest Man Alive. Und ja. Ja. Langsam, langsam ist er, ne? Ja, langsam. Aber ich lebe schon mal länger als die vorherigen zwei Versuche, die ich natürlich euch nicht zeigen kann, weil ja, mein Aufnahmeprogramm ja Mist gebaut hat. Und ja. Und ehrlich gesagt, ich werde es auch nicht großartig versuchen, gegen die zu gewinnen, weil wenn ich merke, ich habe eine Chance, ja okay, schön und gut. Der war jetzt aber wirklich ein bisschen langsamer, als ich gedacht habe, aber ich bin auch ziemlich auf Abstand gegangen. Ne? Gut. Jetzt haben wir schon mal wenigstens den tollsten von ihnen gesehen. So, und jetzt Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Der schaltet sich frei, sobald wir den Hades Cup abgeschlossen haben. Goldrunde, Polaros. Ja, es ist der Eistitan. Und es ist auch immer wieder schön, wie wir einfach... Ah, alleine? Mann, wo kann ich dem Schaden machen? Das ist jetzt wirklich so meine Frage. Wo mache ich dem Schaden? Oben am Kopf? Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt, aber gut. Ich kann ihm irgendwie nur am Kopf Schaden machen? Aber der ist doch so weit oben. Wie soll ich denn da hinkommen? Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Geh nochmal rein. Ich würde mir nochmal angucken. Blöd auch, dass ich halt alleine gegen beide kämpfen muss, ne? Nee, nur sein Kopf. Denn da hoch? Muss ich bei dem hochklettern oder was? Wie mache ich das? Also, ich kann zwar gleiten, aber das war's. Kommt der irgendwann mal runter? Gut, dass ich vorhabe, YouTube-Videos von den Bossen mit in die Videobeschreibung reinzumachen, damit ihr sehen könnt, okay, wie verhält sich dieser Kampf, wie kann man ihn besiegen, und so weiter und so fort, weil
Ich bin mir aber gerade Level 56. Was ich so mal gesehen habe, da war allein schon das HP, der HP-Balken deutlich größer. Und ich denke mir einfach, bin ich eh zu niedriges Level dafür. Ich weiß nicht mehr, was das Max-Level ist. Und zum anderen fehlt mir halt auch die besten Ausrüstungsgegenstände. Wobei ich bei Donald und Goofy gar nicht sicher bin, ob es nicht sogar das Beste ist. Surfer, korrigiere mich bitte. Aber bei Sora wird es allein schon das Ultima-Schwert sein. Und darauf habe ich schon gar keinen Nerv, das zu basteln und die Komponenten dafür zu suchen. Aber gut. Es war ja auch meinerseits nicht geplant gewesen, die entsprechend zu besiegen. Ich wollte sie euch zeigen und vor allem auch die Voraussetzungen sagen. So, dass ihr einen kleinen Eindruck wenigstens bekommt, warum ich aus dem Teil da nicht raus kann zum Gummijet, weiß ich auch nicht. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Naja. So, der nächste ist... Muss mal gucken. Nimmerland. Gucken, von wo aus ich das starte. Der ist nämlich beim Uhrenturm. Ich weiß noch nicht, ob ich direkt zum Uhrenturm hin kann. Nee, kann ich noch nicht mal. Dann gehe ich erstmal in den Lagerraum. Ah, hier ist Dase Weiß. In der Kabine. Ich verstehe sie nicht. Ich wette, Peter weiß, was sie meint. Ja, yep, genau. Wir müssen nämlich mit Peter Pan unterwegs sein. Gruppe. Ja, dann tauschen wir mal Donald, Goofy gegen Peter Pan aus. Eigentlich vollkommen wurscht für uns jedenfalls. Was ist los, Naseweiß? Willst du zum Glockenturm? Was meinst du, Sora? Ja, gehen wir! Unbedingt! Okay, lass uns zusammen hinfliegen. Da haben wir Phantom als Gegner. Ich weiß auch nicht, warum, aber aus irgendeinem Grund wurde... Ah, Hilfe, ich sehe nichts mehr. Ach Gott, wurde nämlich... Ach, deswegen wurde die Uhr auf Stopp gestellt. Mhm, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist wie so Todesurteil-mäßig. Und er hat ja hier so dieses Herz, was man angreifen kann. Mehr weiß ich aber auch nicht. Nur, dass wir halt noch leben, noch. Muss man das irgendwie angreifen? Mit Magie vielleicht? Nee. Ja. Also, wie gesagt, da habe ich schon mal Video angesehen. Also nicht komplett, nur so den Anfang. Damit ich wusste, wie ich da hinkomme. Na, hier ist es direkt tot bei... Dem Kolosseum ist ja wenigstens nur Runde verloren. Ja, wie gesagt, also ich habe das mal angefangen zu sehen und habe mich gewundert, hä, warum wird die Uhr auf Stopp mit Stopp versehen? Weiß man jetzt warum, ne? Aber gut, wie gesagt, ich packe die entsprechenden Videos unten mit rein. So, jetzt nur noch der letzte. Der letzte befindet sich hier in Agrabah. Und zwar müssen wir zu Aladins Haus. Dort wird ja wohl der Teppich sein, ne? Oder? Mal gerade, ich speichere auch mal gerade eben. Weil das wird genauso hinauslaufen, dass wenn ich den nicht besiege, wir dann quasi Game Over sind. Ja, da ist der Teppich.
Was ist los? Möchtest du irgendwo hin mit dem Teppich fliegen? Ah ja, übrigens, der und der davor auch sind dann auch verfügbar, wenn man in Holobesten das Schlüsselloch geschlossen hat. Und da haben wir es mit Kurt Caesar oder so zu tun. Ah, was macht der? Warum habe ich jetzt so was Komisches auf mich drauf? Kann seine Hände irgendwie treffen? Bis jetzt sieht der noch am machbarsten aus irgendwie. Ich habe ihm immerhin schon ein bisschen Schaden zugefügt an seinen Händen, wo die Leuchtkugeln sind. Ich habe das Gefühl, ich muss ein bisschen schneller eigentlich sein, weil er mich sonst tötet. Weil ich ja immer noch dieses komische Ding da auf mich drauf habe. Aber gut. Ich weiß jetzt auch nicht, welcher am einfachsten wäre. Absolut keine Ahnung. Ich glaube, das ist dann auch wiederum Geschmackssache, denke ich. Ah. Hör mal auf. Aha, okay. Dann kann ich ihm so Schaden zufügen. Das ist wie so ein Roboter ein bisschen, ne? Nur Kopa gleichzeitig. Da halt zumindest. Bleibt natürlich nicht so. Ich weiß nicht, ob er mehrere Phasen hat. Aber natürlich ist es einfacher. Aha. Jetzt wird er wahrscheinlich nicht so. Oder ich muss erst die Schutzschicht wegmachen. Kann natürlich auch sein. Nee. Aha. Kann ich mit Feuer was machen? Weil ja Dings runterfallen. Deswegen wundert mich das gerade. Ah, ja, doch, mit Feuer geht's. Also, zumindest mit Magie kann ich den Schild kaputt machen. Deswegen kommen hier so kleine Kügelchen. Ah, ich muss ein bisschen näher dran. Jetzt habe ich zum Beispiel. Weiß natürlich jetzt auch nicht, welcher Zauber am effektivsten ist, ne? Weil ich habe jetzt von denen, die ich so ausgerüstet habe, halt Feuer, mit dem ich am besten agieren kann. Was praktisch, dass der da sowas fallen lässt. Muss man nicht darauf angewiesen halt mit Items sich entsprechend zu heilen. Aber Feuer macht halt auch echt wenig Schaden. Muss man mal dazu sagen. Deswegen kann es gut sein, dass irgendein Zauber effektiver ist. Kann man in der Form jedenfalls recht gut ausweichen. Ich bin gerade erstaunt, wie lange ich mich am Leben halten kann.
Jetzt macht er wieder diese komischen Feuerbällchen. Das habe ich jetzt irgendwie nicht kommen sehen. Ich sammle hier gerade einfach nur Ding sein. Jetzt noch wüsste, welcher Zauber effektiver wäre, dann hätte man das natürlich entsprechend einstellen können. Logisch. Aber wenigstens regeneriert er sein Schild nicht. Das würde ja noch fehlen. Rechtzeitig erhält hat. Gleich ist er wieder. Und dann kommt er wahrscheinlich wieder in diesen Modus rein. Und das wieder. Ah, genau. Immerhin ein Lebensbalken schon mal weg, ne? Jetzt fragt sich, wie die sind. Ah, jetzt macht er das wieder. Aua! Ach, in der Zeit kann ich mich nicht heilen. Kann ich keinen Zauber anwenden. Und der Rest auch nicht. Da kann ich dann nur Items verwenden. Jetzt muss ich mal Elixier verwenden. Scheiße. Also da, im einen Modus nur physische Attacken. Ist mir vorhin halt nicht aufgefallen, weil ich mich nicht heilen musste. Aber dann kann ich das wenigstens wirklich so machen. Dass ich wirklich sagen kann, hier meine Items nur heiltäuschen oder sowas. Verdammt, jetzt sind die auch noch weg. Ah, wie konnte er mich treffen? Ja, war jetzt klar. Aber immerhin, ich habe einiges erfahren und der wäre sogar für meine Verhältnisse machbar. Werde ich zwar jetzt nicht nochmal versuchen, aber immerhin haben wir seine Kampftaktiken durchschauen können. Ja, war nicht mal so schlecht. Das Video jetzt doch länger, als ich ursprünglich gedacht habe. Gut, ja, das war's dann mit den Secret Bossen. Es gibt 4 Stück halt. Wie gesagt, Sephiroth, Kurziza und das Phantom tauchen auf, wenn in Hallowbashten das Schloss verschlossen worden ist. Und der Eistitan, der taucht halt dann auf, wenn man den Hades Cup geschafft hat. Gut, das war's dann soweit, was ich euch so zeigen wollte. Wir haben den Hades Cup, die anderen Berichte und die geheimen Bosse, sodass es ab der nächsten Folge dann Richtung Finale geht. Oh, ich bin gespannt. Haben wir nach langer Zeit Kingdom Hearts wirklich mal erledigt? Vielleicht sogar noch in diesem Jahr. Oho, oh Wunder, ne? Ja, ja. Gut. Dann mache ich den Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss, eure Time.